manche, die sind halt mit der Faust, mit Aggressionen, großen Worten vorne. Aber das ist wirklich nicht. Vielleicht, ich weiß ja nicht, ob einige Eltern zugucken. Ich meine, ich kann es ja auch jetzt wirklich nicht so hundertprozentig sagen. Aber ich denke mal, das ist nicht mal böse gemeint euch gegenüber. Das ist einfach dieser natürliche Abnabelungsprinzip und Eltern sind dagegen, weil sie das Kind so lange wie möglich zu Hause behalten wollen. Das sind einfach zwei Interessen, die komplett nebeneinander hergehen. Und da kommt es einfach zum Zoff. Es ist ganz natürlich. Und ich finde es schön, weil ich kann ja mal sagen, bei uns, bei mir gab es auch richtig, richtig Zoff. Also ich hätte meine Eltern am liebsten damals, also vor 10 Jahren, verflucht ohne Ende. Also ich hätte manchmal gewünscht, die wären nicht da, so schlimm war's. Aber inzwischen, ich meine, es sind jetzt 10 Jahre her, ich habe mein eigenes Leben, habe mein eigenes Geld. Momentan verdiene ich es leider nicht, aber ich weiß, in 1,5 Jahren geht es wieder aufwärts und ich habe ja auch wirklich schon verdient. Also von daher weiß ich ja, wie es ist. Und wir verstehen uns jetzt wieder super. Also es gibt natürlich immer noch so ein paar Dinge, wo ich sage, Eltern, no go. Aber trotzdem kann man wieder miteinander reden. Also ich weiß nicht, ob das nur bei uns dann so ist, aber keiner treibt einen mehr in die Enge und sagt, mach dies, mach das. Und auch wenn man mal zu Besuch ist oder fragen, kann ich einfach mal zu dir zu Besuch kommen? Ich bringe auch was mit und sowas. Also das, so ist es bei uns jetzt gelaufen, weil wir uns einfach sozusagen, weil ich jetzt einfach auch festgestellt, ach Mensch, meine Eltern wollten mir damals nichts Böses. Die haben sich halt nur Sorgen um mich gemacht. Einige kommen auf den Trichter und einige auch nicht. Also es ist wirklich unterschiedlich. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie ich auf dieses Thema gekommen bin. Eigentlich wollte ich ja was ganz anderes erzählen. Ach so, weil ich halt gesagt habe, dass ich halt gerade Probleme habe, so ein paar mit meinem Freund, dass ich da, also so wegen Vertrauen und so weiter und Vertrauen mit Eltern. Naja, auf jeden Fall, warum For Story jetzt erst am Donnerstag und warum kann ich nicht sagen, welche Folge das ist und so weiter und so fort, wo ich jetzt die Zeit daneben laufen habe. Naja, ich hatte es ja gesagt, dass ich im Unfallkrankenhaus war. War zum Glück nur eine Zerrung, aber da frage ich mich, warum das im Röntgen als Bruch dargestellt wurde. Aber naja, was soll's. Auf jeden Fall, und da konnte ich dann Sonntag wieder nach Hause kommen, aber natürlich bin ich nur Freitag zum Aufnehmen gekommen, deswegen Doom 3 und, oh, schon wieder das, deswegen Doom 3 und Pokémon Kristall, weil ich das am Freitag aufgenommen hatte. Ja, For Story muss ich jetzt erstmal sehen. Ich muss allgemein erstmal sehen, dass ich das wieder ein bisschen zeitlich schaffe. Weil ja jetzt vor Weihnachten doch einiges bei uns ansteht in der Umschulung. Also und von daher, ja, muss ich mal gucken. Und ja, ein Projekt musste leider, also ein paar Sachen mussten dran glauben. Cry of Fear zum Beispiel auch. Aber wir sind ja mit der Hauptmission durch. Also und von daher denke ich mal, es ist nicht ganz so schlimm. Oder wollt ihr es wirklich? Also, wenn natürlich jetzt alle Leute drunter sagen, ich möchte gerne wenn jetzt alle Leute sagen, ich möchte ganz gerne, also ich möchte unter allen Umständen möchte ich die, unter allen Umständen möchte ich die. Hatte ich hier nicht noch eine Attackenzurücksetzung? Da kann ich nämlich gleich hier ins Dorf, Dorfrückkehr. Aber warum hat der hier ein.
Ach, der gibt mir auch einen Auftrag. Hab ich gar nicht gesehen. Nee. Hä? Komisch. Na gut, egal. Okay, da würde ich jetzt gar... Abklingzeit zurücksetzen. Ach so, Erfolgschance. Ah. Okay, okay, okay. Dann haben wir hier noch Mana-Generation, physische Rückchance auf... Dann nennen wir mal die Abklingzeit noch ein bisschen... Naja. Also ich weiß nicht, geht das jetzt schneller? Keine Ahnung. Naja, werden wir mal... gibt es hier nicht irgendwo auch ein Portal? Hier ist ein Portal im Elfendorf. Aber mir war doch so, als ob es hier auch ein Portal gibt. Naja, egal, wird halt jetzt hier lang gerannt. Ja, auf jeden Fall muss ich erstmal sehen, dass ich zeitig hinterherkomme. Und, naja, und auch Alfred Mustermann... Ich kann mich nur bei dir entschuldigen. Also YouTube ist YouTube-Name, wo ich gesagt habe, dass wir zusammen aufnehmen. Ich kann mich wirklich nur entschuldigen und ich kann dir leider absolut noch keinen Termin nennen, weil ich mich erstmal zeitlich selber orientieren muss. Also Samstag wird definitiv nichts, weil da meine Eltern zu mir kommen. Ja, Freitag, habe ich eine andere Planung und, könnt verstehen, dass ich denke, du kannst verstehen, dass ich wenigstens einen Tag in der Woche gerne für mich hätte, den Sonntag, wo ich einfach ein bisschen was machen kann. Also ich denke mal, das ist verständlich. Hoffe ich mal. So, aber jetzt ist mir auch gerade wirklich der Gesprächsstoff. Ich hatte mir mal wieder... Oder ich hatte mir mal... Im Prinzip, wie ich das schon gesagt hatte, meinen kleinen Notizblock hingelegt, wo ich immer mal Sachen aufschreibe. Ja. Ich weiß, dass ich da auch was aufgeschrieben habe, aber wo ich den hingelegt habe, K.A. Ach so, was ich euch aber ankündigen kann, weil ich weiß, dass ich das mal in dem 300er Special hatte ich das ja gesagt, dass ich Informatik-Tutorials geben würde und hatte dann aber im Prinzip nur mal kurze Linux-Installation gemacht. Eine andere Folge, die ich mal angefangen hatte, da gab es ja so ein kleines paar... Patzer meines Seitens, worauf ich nicht näher eingehen werde. Und... Was wollte ich Ihnen gerade sagen? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss mal gucken. Oh, und... Mann, ich wollte doch gerade irgendwas sagen. Ach so, und mehr war es dann nicht. Und ihr hattet ja damals gesagt, ihr würdet es gerne. So, ich könnte euch, was könnte ich euch anbieten? Ich könnte euch im Prinzip ein Webdesign-Kurs, einen HTML-Kurs anbieten sozusagen. Das könnte ich machen. Genau, HTML. Also, richtig HTML. Also im Prinzip alles, was man für Webseiten braucht. HTML, CSS, JavaScript.
PHP ist noch nicht dabei, PHP und MySQL. Also MySQL kann ich auch. Also allgemein SQL steht ja für Structured, oh mein Gott, Structured Query Language, also strukturierter Query, ist glaube ich Abfrage, ne? Strukturierte Abfragesprache. Query? Ist Query die Abfrage? Ich mache mir da schon überhaupt keine Gedanken mehr, was das heißt. Naja, auf jeden Fall, das kann ich euch gerne anbieten. Ja, was Programmierung betrifft, bin ich selber noch nicht so weit, dass ich sagen würde, okay, wir haben, weil ich glaube, euch interessieren die ganzen, wir hatten halt bis jetzt erstmal nur Theorie mit den ganzen Entwicklungsmodellen und so weiter, Struktur, Programme, Struktogramme, Diagramme, wie man bei der Entwicklung vorgeht und so weiter. Mit Testverfahren und das interessiert euch ja alles, denke ich mal. Es ist nicht so spannend. Also was dann spannend wäre, wäre halt wirklich die Programmierung. Und da bin ich einfach noch nicht so weit. Aber wo ich so weit bin, kann ich sagen, ich kann euch ein komplettes Webseiten-Tutorial, also wie macht man HTML-Seiten anbieten, das kann ich sagen. So, die zweite Sache, was ich sagen kann, ist, ich hatte ja mal irgendwann gesagt, dass ich an einem Kanaltrailer arbeite. Bis jetzt hatte ich noch keine Zeit angefangen. Aber heute, während es, darf man eigentlich gar nicht so sagen, aber mir ist einfach immer Ding langweilig, weil wir uns bei einigen Sachen schon seit Monaten immer an dem ich frage mich nur, warum hier nichts drin ist. Ah, okay, weil ich es eingeklappt hatte. Weil wir schon seit Monaten irgendwie immer und immer wieder an den gleichen Dingen festhängen. Immer, warte mal. Moment, bevor wir jetzt hier großartig hin und her reiten, kann ich doch hier, wo ist das Portal? Ne, hier kein Portal? Kein Portal? Naja, auf jeden Fall, ja, und da ist es mir halt manchmal unter, weil ich bin mit den Übungen, wir hatten heute SQL wieder Übung, ersten Diagramm, also ein Entity Relationship Modell, was die ganzen Beziehungen darstellt im Prinzip. Und danach noch eine Abfrage, dann ein paar Daten ein, erstmal das ganze Ding erstellen, Datenbanken, dann ein paar Daten eingeben und dann je nachdem, was gefordert war, Abfragen erstellen. Da gab es so insgesamt 12 Aufgaben. Naja, während einige noch bei der 5 bin, war ich schon mit der 12 fertig. Naja, und geht's halt mir in vielen Sachen. Und also ich denke mal, es wird noch verdammt schwer werden. Also es ist jetzt ist erstmal bloß jetzt so etwas ruhiger. Und also, wie gesagt, ist bloß jetzt etwas ruhiger, aber es wird definitiv, ich ruhe mich nicht aus, es ist halt bloß manchmal, da mache ich entweder meine eigenen Projekte, suche mir was aus, oder heute habe ich angefangen, an dem Drehbuch für den Kanaltrailer zu arbeiten. Hey, du, bleib stehen. Also, wird noch eine Weile dauern, das ist auf jeden Fall klar, bis der Kanaltrailer. Och nee, ne, komplett hier lang. Gut, aber hier gibt's auch kein hier gibt's auch kein Portal, wo man lang rennen könnte. Mist. Na, auf jeden Fall, ich kann ja euch schon mal so sagen, wir sind schon in der dritten Folge dieser Aufnahmesession. Also ich gucke einfach mal, wie lange ich Zeit habe. Und dann werde ich mal gucken. Ich muss ja das insgesamt auch mit den Folgen so timen, sozusagen, dass ich dann an dem Freitag
vor der Woche mit der 500. Folge, mit dem 500-Folgen-Special sozusagen. Aber wenn man überlegt, 500 Folgen von Vorstory, krass, oder? Na, auf jeden Fall, dass ich dann wirklich an dem Freitag auf 499 bin. Aber ich denke mal, das kriege ich bis dahin. Oder spätestens Sonntag, dass ich dann mal halt so Sonntag mache. Aber, na, auf jeden Fall. Oh, jetzt rede ich mich gerade um Kopf und Kragen so richtig reden, reden, reden. Ah, oh, jetzt kommt aber gerade hier Kampf dazwischen. Den werde ich jetzt natürlich nicht ausweichen, weil ich halt jedes kleine Pünktchen benötige an Erfahrung, auch wenn